Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Familie, von Herzen möchte ich euch danken, dass ihr euch heute hier versammelt habt, um Volker zu gedenken und ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. Auf seinem letzten Weg? Kaum vorstellbar, dass es für einen wie Volker einen letzten Weg gibt. Diese Zeilen schreibe ich an einem Tisch, der Mittelpunkt und Symbol der Gastlichkeit, der Lebendigkeit und der Lebensfreude in unserem Haus ist. Volker hatte immer den Vorsitz, umringt von Freunden und Familie, voller Energie und Neugier. Die Freunde und die Familie sind geblieben. Alle um ihn herum, bis zuletzt und auch danach. Und wieder muss ich danken für all die Anteilnahme und Unterstützung, die Volker in den Monaten seiner Krankheit erfahren durfte. Ungezählte Mails und WhatsApps zeigten dem völlig erstaunten Volker, wie sehr Freunde und Kollegen ihn wertschätzten und mit ihm fühlten. Mobile Suppenküchen wurden gegründet, Blumenläden geplündert, ein Herz in Stein gemeißelt, Fahrgemeinschaften gegründet, Lebenspläne Volkers Befindlichkeiten angepasst. Allen voran muss ich dich, liebe Claudia, nennen, ohne deren Hilfe Volkers letzte Monate, Wochen, Tage so nicht denkbar gewesen wären. Alle Hüte dieser Welt seien vor dir gezogen. Nein, nur die mit bunten Federn dran. Denn Volker ist das Synonym für Vielfalt, Lebensfreude und motivierende Energie gewesen. Ich muss einmal bei Grönemeyer klauen. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet und heute sogar draußen, als ob es für Volker geschrieben sei. Da war so viel mitreißende Kraft, dass er sein Gegenüber elektronengleich auf eine höhere Umlaufbahn brachte, wo auch der zu leuchten anfing. Und das mit Einfühlungsvermögen, individuell abgestimmt, zuweilen mit, na sagen wir, sanfter Gewalt. Umso mehr jetzt jedes Mal ein Stich mitten ins Herz, deinen Namen, geliebter Volki, nicht auf einem Besetzungszettel oder Programmheft zu lesen, sondern auf deinem Trauerbrief. Volker war nicht nur ein Magnet für Jüngere, er selbst entwickelte eine Zugewandtheit und Hilfsbereitschaft auch für die eigene Generation. Gran Canaria, heiße Mittagssonne, Volker und ich beim arg verspäteten Frühstück, plötzlich springt Volker auf und läuft zu einer vorbeigehenden alten Dame, die sichtbar überfordert ein Wäschepaket schleppt. Er nimmt ihr die Last ab, selbst kaum kräftiger als sie, und kommt eine Stunde später wieder, strahlend und um eine Lebensgeschichte reicher. Grinsend sagt er, sie wollte mir sogar einen Euro geben, aber ein Kaffee war genug. Da hatte das Leuchten und die Wärme der kanarischen Sonne ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Und dann gab es auch immer wieder dieses Lachen bis zum Bauchschmerz, oft während der Proben, aber manchmal auch, meist an immer wieder denselben Textstellen, während der Vorstellung, berüchtigt und gefürchtet und selten in die gespielte Situation integrierbar. Die komischsten und lustigsten Proben ihrer Laufbahn verbinden viele Kollegen mit Volker,
damals die Augen voller Tränen, vor Lachen. Für Volker eindeutig die typischere Variante. Volker ist nicht denkbar ohne seine vierbeinigen Begleiter. Zuletzt sein geliebter Oskar, sein Augenstern, der 10 Jahre nicht von seiner Seite gewichen ist. Untrennbar während der letzten Monate fortschreitender Krankheit. Oskar ist Volker 3 Wochen vorausgegangen. Ein Abschied, der Volkers Herz sehr schwer werden ließ. Volker hat seine Krankheit nicht verdrängt. Er hat sein Haus bestellt, seine Grabstelle selbst ausgesucht, die Musik dieser Feier ausgewählt und sie sich immer wieder vorspielen lassen, für den Fall, dass er heute verhindert wäre. In unserem Stück »Ein Oscar für Emily« sagt Volker in der Rolle des Henry: »Ich bin in gewisser Weise ein Kriegsschauplatz. Eine Handvoll bis an die Zähne bewaffneter Zellen macht es den anderen, die es gut mit mir meinen, das Leben schwer. Immerhin habe ich den Vorteil zu wissen, woran ich sterben werde.« Darauf Enkel Jeff: »Aber wie wirst du mit dieser Situation fertig?« Henry: »Weißt du, das Leben bringt einem durch Schmerz etwas bei. Die Methode ist unausstehlich, aber sie funktioniert. Ich bin jetzt ruhiger und gelassener.« Darauf seine Frau Emily: »Im Kampf zwischen den guten und den bösen Zellen unterhalte ich die Guten, damit sie den Mut nicht verlieren. Ich nenne das Truppenbetreuung, wie einst Marlene Dietrich.« Henry: »Aber sie war auf der Gewinnerseite.« Emily: »Die Hoffnung bleibt, dass ich das auch schaffe.« Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Seinen Ruhepunkt hat Volker in den letzten Jahren in Lubmin gefunden, diesem fast vergessenen Dorf am Greifswalder Bodden, mit Blick auf Rügen, in dem er als Knabe mit Mutter und Geschwistern die letzten Kriegssommer verbrachte, als es in Berlin zu gefährlich wurde. Hier blickte er über die Ostsee, ließ die Seele baumeln und war einfach nur glücklich. Besonders, wenn ein paar Schwäne mit lang ausgestreckten Hälsen geräuschvoll übers Wasser flogen. Aber wenn das Glück zu groß ist, wird der liebe Gott böse. Als ich Volker beim letzten Geburtstag eine Jacke reichen ließ, sagte er: »Die habe ich heute zum Geburtstag bekommen, aber auftragen werde ich sie wohl nicht mehr.« Fast hat er es doch noch geschafft. In den 2 Monaten, die ihm noch blieben, hat er sie kaum mehr ausgezogen. Wenige Tage vor seinem Tod richtete er sich morgens um 6, eigentlich nicht seine Zeit, plötzlich im Bett auf und sagte zu mir: »Lexi, ich weiß nicht, wie ich das alles überleben soll.« Ich nahm ihn in den Arm und blieb ihm die einzig mögliche Antwort schuldig: »In unseren Herzen, Volki, in unseren Herzen.« A secret that I can't keep. I'm not the boy that you thought you wanted. Please don't get angry. Have faith in me. Say I should.
Unter den Menschen gibt es zuweilen diese seltsamen Sonnenwesen. Es haftet ihnen etwas ganz Besonderes an, etwas Außergewöhnliches. Wenn sie einen Café betreten, erzeugen sie unter den Gästen ein leises Raunen, fühlen sich die Leute, ob sie wollen oder nicht, auf magische Weise zu ihnen hingezogen. Zweifellos liegt das an ihrem attraktiven Äußeren, das insbesondere bei den jugendlichen Vertretern dieser Gattung hervorsticht. Doch bei echten Sonnenwesen ist da mehr als bloß körperliche Attraktivität. Liegt es an ihrer Lässigkeit, an der Aura des Kosmopolitischen, die sie umgibt, an ihrer starken Persönlichkeit oder vielleicht an der Unbekümmertheit, die sie auf eine sympathische Weise ausstrahlen, an der Freude am Leben? Oft haben Sonnenwesen etwas Androgynes an sich. Sind sie für Männer wie Frauen gleichermaßen attraktiv? Immer stehen sie im Zentrum des Geschehens, wie eine Sonne umkreist von ihrem Planeten. Sicher, Sonnenwesen sind auch bloß Menschen. Sie haben positive wie negative Seiten und sind wie Normalsterbliche auch nicht gefeit vor den Zipperlein des Lebens. Und trotzdem haben sie etwas unbeschreiblich Anziehendes an sich. Man will in ihrer Nähe sein, ihrem engsten Freundeskreis angehören, sich wärmen an ihren Strahlen und mit ihnen die Welt erleben. Ein solches Sonnenwesen war auch mein Vater. Bis ins hohe Alter. Der Schauspieler, Regisseur und Bühnenstückautor Volker Bonit. Die eigene Schilderung seines beruflichen Lebens eröffnete Volker mit dem Hinweis, dass er das Jurastudium in Köln Ende der 1950er Jahre nach wenigen Semestern abgebrochen hat, um nach Berlin ins UFA-Nachwuchsstudio zur berühmten Else Bongers zu gehen. Und noch während seiner Schauspielschulzeit dort drehte er kurz hintereinander drei Kinofilme, darunter den Welterfolg Die Brücke, unter der Regie von Bernhard Wicki. Für die Mehrzahl seiner jugendlichen Darsteller, wie Volker Lechtenbrink, Cordula Tranto und Fritz Wepper, bildete er den Beginn beeindruckender Karrieren. So auch für Volker. Neben weiteren Kinofilmen und Fernsehspielen folgten ab den 1960er Jahren zahlreiche Engagements an renommierten Bühnen, wie am Thalia-Theater in Hamburg, Renaissance-Theater in Berlin,
Schauspielhaus Frankfurt, Ernst-Deutsch-Theater Hamburg und so weiter und so weiter. Volker lernte in diesen Jahren den schon damals weltberühmten Komponisten Hans-Werner Henze kennen und lieben und bezog mit ihm gemeinsam dessen Villa in Rom. In jener Zeit hielt Willi Trenk-Trebitsch, Theaterlegende und einer von Volkers Mentoren, ihm nicht ohne gewisse Verärgerung vor, dass, Zitat, Volkers Berufsleben störend in Volkers Privatleben eingreift. Aber das war nicht der einzige Grund, weshalb Volkers Karriere am Staatstheater in Stocken geriet. Er wollte und konnte den Bruch der jungen Wilden mit den Altvorderen, der sich in den Swinging Sixties in der Theaterwelt abzeichnete, nicht mitmachen. Das Regietheater der 1970er Jahre blieb Volker fremd. Zudem hatte er Probleme mit der politischen Radikalisierung des Kunstbetriebs, die aus heutiger Sicht nicht weniger antiquiert anmutet als das, was damals als gestrig und unmodern gebrandmarkt wurde. Vielleicht kommt Volkers achtungsvoller Umgang mit den Klassikern des Schauspiels nirgendwo deutlicher zum Ausdruck als in dem berühmten Film von Luchino Visconti, Ludwig II. Aus dem Jahr 1972. Der Film, der ein sensibles Porträt des bayerischen Märchenkönigs zeichnet und auch dessen Homosexualität unverhohlen thematisiert, wurde für die Uraufführung auf Intervention des Bayerischen Rundfunks auf ein Minimum zurechtgestutzt. Inzwischen gilt die ungekürzte Fassung dieses Films, in der neben Helmut Berger in der Hauptrolle Schauspieler wie Helmut Griem, Gerd Fröbe und Romy Schneider auftreten, als zeitloser Klassiker. Volker mimt darin den österreichischen Schauspieler Josef Kainz, den sich der kunstbegeisterte bayerische König zu Privataudienzen an seinen Hof holt, wo der Schauspieler im kleinen Kreis den Romeo zitieren darf. Volker erfasst das Pathos dieses dramatischen Schauspielers des 19. Jahrhunderts auf komische und eindrucksvolle Weise, ohne ihn zu parodieren. Natürlich hatte Volker den Schauspieler nie erlebt, doch gab es immerhin alte Grammophonaufnahmen von Kainz, die sich studieren ließen. Ein Regisseur wie Luchino Visconti beeindruckte Volker auch durch dessen Detailversessenheit und künstlerische Kompromisslosigkeit. Allein für die Probeaufnahmen ließ Visconti den Bühnenweg, den Volker in der Rolle des Kainz beschreiten musste, mit einem Meer aus Blumen drapieren. Ein gigantischer Ressourceneinsatz. Es müssen echte Blumen sein, hatte Visconti ihm später erklärt, weil du, lieber Volker, über echte Blumen anders hinwegschreitest als über Blumen aus Plastik, nämlich ganz vorsichtig, um sie nicht kaputt zu machen. Und das ist es, was ich bei dir sehen wollte. Ab Mitte der 1970er Jahre wandte sich Volker zunehmend dem Lustspiel zu. Zunächst als Schauspieler, später als Regisseur. Er bespielte in den folgenden Jahrzehnten nahezu alle Komödienhäuser Deutschlands, wie dem Kontrakreistheater in Bonn, dem Theater am Dom in Köln oder der Komödie Winterhuder Fährhaus in Hamburg. Im neuen Millennium schließlich inszenierte er regelmäßig und unter tosendem Applaus im Hamburger Unsuchttheater unter der Intendanz von Christian Seeler. Gleich drei seiner Inszenierungen gehören zu den Bestsellern des berühmten Mundarttheaters. Die Hohe Schule des Schwangs hatte Volker in den 1970er Jahren bei niemand Geringerem erlernt als dem unvergessenen Karl-Heinz Schroth, der als der Meister des Boulevards galt, bis die Zeitungen diesen Titel an Volker weiterreichten. Mit Gunter Beth, der bald darauf im Boulevard eigene Wege beschritt, begann überdies Volkers erfolgreiche Arbeit als Bühnenstückautor. Mehr als 10 Theaterstücke hat er seitdem geschrieben, die letzten 6 zusammen mit seinem Lebenspartner und Kompagnon Alexander Alexi. Die Stücke laufen bis zum heutigen Tage, europaweit. Tempo, Witz und ein freches Spiel mit und zwischen den Geschlechtern zeichnen sie aus. Für die Uraufführung und Inszenierung konnte Volker viele Komödien und Fernsehstars gewinnen. Wir werden heute noch hören darüber. Außerdem betätigte sich Volker zunehmend selbst als Mentor und Förderer junger Talente. Und das nicht nur im Bereich der darstellenden Kunst. Er spürte die Begabung junger Menschen auf ganz unterschiedlichen Gebieten auf. Der Malerei, der Musik, der Schreiberei. Er ermutigte sie bei ihrem kreativen Schaffen und inspirierte sie zu neuen Ideen, dran zu bleiben an dem, was sie beschäftigt. Du musst das machen, aber arbeite, du Idiot. Es wäre ein Kapitel für sich aufzuzählen, wer alles durch Volker den Weg zur Kunst gefunden hat oder seine Unterstützung oder sein Ansporn fand. Ihre Zahl ist Legionen.
Er selbst sollte durch sein professionelles Dasein als Schauspieler, Regisseur und Theaterautor nie mehr zur Ruhe kommen. Mit dem Stück Ein Oscar für Emily, das ein gealtertes Schauspielerpaar und sein vergebliches Warten auf die Würdigung des Lebenswerks vor dem Hintergrund einer dramatischen Familiengeschichte beschreibt, schuf Volker schließlich eine Tragikomödie, die weit über die kurzweilige Unterhaltung eines Lustspiels hinausreicht. Trotz der erfolgreichen Arbeit im Komödienfach kehrte Volker regelmäßig zu den Klassikern zurück, spielte und inszenierte Stücke von A wie Anouilh bis Z wie Zuckmeier, darunter gerne Shakespeares Hamlet, noch lieber dessen Romeo, den er im Alter von 50 Jahren, wie er mir mal erklärte, nicht besser hätte spielen können. Trotzdem gab er dem beharrlichen Drängen des Intendanten Karl Fiebach ein letztes Mal in dieser Rolle bei den Bad Hersfelder Festspielen im Jahr 1987 aufzutreten, nicht nach. Gott sei Dank, rief Volker später und lachte, sonst hätte in irgendeiner Rezension gestanden, Romeo gespielt von Volker Bonit, in Klammern 50 Jahre. Nein, das geht nicht. Das Alter setzt einem Schauspieler also Grenzen, selbst, Zitat, einem eleganten, humorvollen, unternehmungslustigen Mann wie Volker Bonit, der gar nicht alt werden kann, wie der Theaterkritiker Klaus Geitel noch 2011 in einem Zeitungsartikel schrieb. Und vielleicht war ihm auch deshalb die Rolle des seltsam alterslosen Mephisto auf den Leib geschrieben, die er im letzten Jahr nach mehr als 60 Bühnenjahren als Antagonist von Walter Ulrichs Faust spielte bei dessen Verabschiedung als Intendant des kleinen Theaters im Park in Bad Godesberg. Volker als diabolischer Geist im schwarzen Ledermantel, ein Wesen nicht von dieser Welt. Ich erinnere mich, wie ich einmal als Kind am Wochenende bei meinen Großeltern in Düsseldorf-Oberkassel verbrachte und Volker, mein Vater, stieß vor anderthalb Tagen mit seiner Entourage dazu. Freunde und Bekannte, darunter Claudia und Alexander und ein paar andere. Ich weiß nicht mehr genau. Es gab ein großes Hallo und einen wunderbaren Trubel. Als sei jeder Frühling ausgebrochen, das Leben ein Fest und im Zentrum des Geschehens stand wie selbstverständlich Volker. Ich war sehr stolz auf meinen Vater, den ich nicht häufig traf. Ich erinnere mich an das tolle Gefühl, an diese wundervolle Stimmung, an die Heiterkeit und an das Gefühl des plötzlichen Verlassenseins, als er mit seinen Freunden am nächsten Tag weiterzog, an die traurige Stille, die mich plötzlich umgab. Am 6. Oktober ist Volker nach plötzlicher, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben und jetzt spüre ich wieder diesen traurigen Stich im Herzen, wie damals in meiner Kindheit. And you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old,
north wind should begin to blow. Keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, to do is call, and I'll be there, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, baby, don't you know about winter, spring, summer, got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah. You've got a friend. Ich bin stolz drauf und wahnsinnig dankbar dafür, Volki meinen Freund nennen zu dürfen. Es begegnen einem im Leben sehr selten, wenn überhaupt, Menschenseelen, die wirklich besonders sind. Volki, du gehörst zweifellos dazu. Die Zeit mit dir war immer besonders, immer eine Sternstunde. Deine Freunde hast du ermutigt, zum Lachen gebracht, zum Nachdenken. You thought deeply of the world, but lightly of yourself. Sensible, einfühlsame Menschen wie du sind auch in der Liebe besonders. Lexi war deine Welt, dein Glaube an die Liebe und deine Art zu lieben hat mich tief berührt und wird mich mein Leben lang begleiten. Dein offenes Herz wird stets eine Inspiration sein. Man kann ein Leben in Jahren messen oder man misst es auf Volki-Art, in Lächeln, Lachen, Geschichten und Herzen, die du berührt hast. Danke, lieber Volki, vor allem für all den Spaß, den du mit uns geteilt hast. Spaß, den man nur mit dir so erleben konnte. Vor einigen Jahren habe ich ein Porträt von dem großen britischen Dichter Winston H. Auden gemalt, das seitdem im Haus in Sasel hängt. Als Volki das Bild zum ersten Mal sah, hat er begeistert darauf reagiert. Was ich nicht wusste, war, dass die beiden sich gekannt haben. Daraufhin fing er gleich an zu erzählen, wie Volki es liebte,
Geschichten zu erzählen und wie ich es liebte, ihm zuzuhören. Es folgten faszinierende Stories aus jener Zeit, über lange Abende mit Orden und Bachmann im Haus von Hense, über Ausflüge mit ihm und eine Entourage von Weltstars nach Kleinborn in die Oper. Volker und Orden, zwei außergewöhnliche Künstler mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit zu lieben. Ich möchte nun das Gedicht Funeral Blues von Orden vortragen. Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos. And with muffled drum, bring out the coffin. Let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead. Scribbling on the sky the message, he is dead. Put crepe bows round the white necks of the public doves. Let the traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. The stars are not wanted now. Put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. Lieber Volker, du hast dir gewünscht, dass deine Freunde ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dir schildern. Das fällt schwer an diesem Tag. Und versuche ich, dich mir als Vorbild zu nehmen. Denn du hast dich immer allen Herausforderungen gestellt, mit allem Einsatz und auch allen Konsequenzen. Wie warst du eigentlich? Du warst so mitreißend, begeisterungsfähig. Äußerst fürsorglich für alle deine Lieben, überaus großzügig, immer neugierig, tolerant und hast nie versucht, Menschen nach deinen Vorstellungen zu ändern. Als Schauspieler hast du mich durch deine starke Bühnenpräsenz beeindruckt, obwohl doch eher von einer eleganten, filigranen Virilität geprägt, war sie trotzdem von enormer Kraft, verbunden mit so viel Charme und einem bestechenden Umgang mit Sprache. Den habe ich besonders bei deiner Darstellung des Philoktet von Heiner Müller und natürlich deinem Hamlet bewundert. Du warst kollegial, hast dich nie in den Vordergrund gespielt, das musstest du auch gar nicht, du warst auch im Hintergrund mehr als präsent. Als Regisseur bestens vorbereitet und voller Ideen erwartetest du das auch von deinen Schauspielern und warst offen für alle Vorschläge. Selbst Schauspieler fingst du jedoch nicht an, unentwegt vorzuspielen, sondern ließest uns unseren eigenen Weg finden. Unter deiner inspirierenden Anleitung warst du dabei dein bestes Publikum und animiertest uns immer und immer wieder mit deinem Lachen bei gelungener Umsetzung. Du hattest ein großes Gespür für Timing, einen untrüglichen Instinkt für Pointen und gabst fast immer ein rasantes Tempo vor. Zur Ruhe kam man in deinen Inszenierungen selten. Und so wichtig dir die Arbeit war und so sehr du mit aller Ernsthaftigkeit daran gingest, so sehr vertratest du auch die Meinung, mein Gott, wir spielen Theater und sind nicht der Nabel der Welt, wir sollten uns nicht allzu wichtig nehmen. Dabei fällt mir die Reaktion auf die Folgen eines deiner Regieeinfälle ein. Du hattest ihn aus dem berühmten Uferfilm Amphitryon von 1935 mit Willy Fritsch und Adele Sandrock übernommen, nach deinem Motto, gut geklaut ist halb gewonnen. Und ließ es auch in unserer Aufführung, den Götterboten Merkur, auf Rollschuhen über die Bühne flitzen. Der Kollege hatte jedoch vor einer Vorstellung, da er gerade Vater geworden war, ein Glas zu früh und zu viel getrunken. Im alkoholisierten Zustand des Ungleichgewichts hatten die Rollen bei unserem Merkur nun fatale Folgen. Der Kollege stürzte auf offener Szene und obwohl er sich zwar mühsam auf die Knie rettete, war er an Aufstehen nicht mehr zu denken.
Und so robbte er mit immer wieder abrutschenden Füßen haltsuchend auf allen Vieren von der Bühne. Ich hatte jetzt eigentlich mit einem furchtbaren Donnerwetter deinerseits gerechnet. Aber du standest in der Gasse und die Tränen liefen dir vor Lachen übers Gesicht. Wie übrigens auch dem Publikum. Und wenn das Publikum sich amüsierte, war alles gut. Du warst einer der liebenswürdigsten und höflichsten Männer, die ich kenne. Und nur wenige ahnten, welche Eruptionen in dir schlummerten. Kritische Infragestellungen, deine eigenen Stücke oder deine Regie betreffend, konnten in gewissen Situationen zu ungeahnten Wutausbrüchen führen, nach denen dann kein Stein mehr auf dem anderen blieb. Da war dann manchmal ganz schön viel Porzellan zerschlagen. Bei uns passierte das nach einem Dutzend stets harmonischer Zusammenarbeiten, vielleicht weil es die 13. war oder weil sie an einem Freitag den bereits 10. Premiere hatte. Und obwohl sie doch den beziehungsreichen Titel Liebeslänglich trug. Das Kitten brauchte jedenfalls seine Zeit. Im Grunde aber warst du ein sehr verträglicher Mensch, mit dem man so gerne viel Zeit verbrachte. Wie zum Beispiel, wenn wir, du, Lexi, Markus, Nick und unsere beiden Freundinnen Mats und Monika als unsere kleine Wahlfamilie zusammensaßen und der sarkastische Humor von Lexi, den du so liebtest, sich mit den pointierten Bemerkungen von Markus abwechselte, meist auf meine Kosten, und dein Lachen uns alle ansteckte. Diese Abende werden uns unendlich fehlen. Sehr liebenswert warst du auch in deiner Inkonsequenz, wenn du mit Inbrunst wiederholtest, ich möchte einmal allein sein, wusstest du natürlich genau, dass das gar nicht möglich war. Dich allein gab es eigentlich nicht. Denn wer einmal in deinem künstlerischen Dunstkreis aufgenommen war, blieb. Und das nicht nur kurz, sondern über Jahre. Das waren Fans, die dich auserkoren hatten, die nach der Vorstellung kurzerhand mit ins Restaurant genommen wurden und mit verköstigt. Und weil du sowieso immer alle einludest in deiner generösen Art. Und die dann jahrelang bei dir als Haushälterin im Einsatz waren. Oder Menschen, die, bis sie dich auf der Bühne erlebt hatten, eigentlich gar nichts mit diesem Beruf zu tun hatten. Sondern etwas Ordentliches lernten, durch deinen Einfluss aber alles abbrachen und einen verantwortungsvollen Job bei einem Tourneeunternehmen fanden und sich bis heute um deine Steuer kümmern. Und neben den vielen Freunden, die du künstlerisch motiviert hast, wie wir gerade gehört haben, gegen alle Widerstände ihren Weg zu gehen, sind es aber allem vor allem deine Söhne. Ilja, der als Physiker Kriminalromane schreibt, und Markus, der als Schauspieler und dein unverzichtbarer Regieassistent bei dir angefangen hat, mittlerweile auch noch zum Theaterleiter avanciert ist, worauf du sehr stolz warst. Und last but not least Alexander, der sich, eigentlicher Zahnarzt, zum kongenialen Co-Autor entwickelte. Auch ich habe dir viel zu verdanken, seit du dir vor 44 Jahren mich als Minna wünschtest. Als ich freudig zur ersten Probe nach Jagsthausen eilte, war allerdings an Proben erst einmal nicht zu denken. Ein verzweifelter Tellheim statt mitten im Burghof. Durch Böllerschüsse für ein Brautpaar war dir einer deiner beiden Hunde zwar vor Schreck in den Arm gesprungen, der andere jedoch panisch davongerannt. Übrigens, wie wir schon gehört haben, du ohne Hunde warst undenkbar. Frei nach Loriot, ein Leben ohne Windhund ist möglich, aber sinnlos, begleiteten sie dich dein Leben lang. Also waren wir statt zu probieren nun auf Hundesuche. Und das ganze Dorf suchte mit. 3 Tage lang. Bis du Beatsche 13 Kilometer entfernt endlich wieder in die Arme schließen konntest. Ab da war auch ich dein. Durch die gesamten klassischen Komödien von Farquhars Strategen der Liebe, gemeinsam mit Thomas Fritsch, Calderons Don Manuel, in Dame Kobold, Beaumarchais Figaro, Kleists Amphitryon, Shakespeares Orsino über Goethes Weißlingen im Götz bis zu Güges mit seinem Ring in Hebbels Tragödie, warst du mir ein wunderbarer Partner und beschertest mir nebenbei auch noch eine anschmiegsame Lebenspartnerin. Durch Olga, eine schwarz-weiße griechische Mischlingshündin, die du vergeblich zu vermitteln versucht hattest, wurde auch ich zur Hundebesitzerin. Mit eurem Stück in anderen Umständen wechselte ich mit dir von der Klassik ins Boulevard. Doch als du mich darin besetzen wolltest, waren die Produzenten skeptisch
Die Rieschel? Komisch? In 8 verschiedenen Rollen? Nee, da muss mindestens Beatrice Richter ran. Doch du setztest dich für mich ein und bliebst stur. Auch eine deiner bemerkenswerten Eigenschaften. Genauso musstest du oft für die Akzeptanz eurer Stücke kämpfen. Der Erfolg fiel dir nicht einfach so in den Schoß. Da war viel Beharrlichkeit und Ausdauer vonnöten, um zum Beispiel diese Klamödie, wie ihr sie nanntet, gegen die Beurteilung des Oberspielleiters, das Stück sei unanbietbar, durchzusetzen und mit so namhaften Kollegen wie Walter Plate, Jochen Busse und Peer Augustinski in über 600 Vorstellungen innerhalb von 13 Jahren zum Dauerbrenner auf sämtlichen Boulevardbühnen dieser Republik zu machen. Als du dich mit Herzblut dem Ohnsorgtheater widmetest, nahmen wir gegenseitig weiterhin Anteil an den Inszenierungen des bzw. der anderen. Und wenn es die Premiere aus Termingründen mal nicht sein konnte, haben wir trotzdem kein Stück des anderen ausgelassen. Und ich bin froh, dass ich dich letztes Jahr in Bonn auch noch als gespenstisch-diabolischen Mephisto erlebt habe. Eine Glanzleistung, auf die du zu Recht stolz sein konntest. Walter Ulrich, dein Faust und Intendant, meinte, du seist weit besser als Gründgens gewesen. Hier in Hamburg fast eine Gotteslästerung. Die Diagnose im November veränderte alles. Und wir rückten näher zusammen. Ich bin dankbar, noch so viel Zeit mit dir und Lexi und Markus verbracht zu haben. Und ich konnte mich mit dir freuen, wie du diesen warmen Frühling genossen hast, seine Blütenpracht, deine Hunde, all deine Freunde an deinem sonnigen Geburtstag in deinem Garten, mit Ilja, deinem Bruder Jörg, mit Gabi und unsere langen Abende musikhörenderweise auf der Terrasse. Und welche Riesenfreude, als du den Anruf eures Verlegers erhieltest, dass euer Stück »Ein Oscar für Emily«, mein Lieblingswerk, demnächst in München in so hervorragender Besetzung mit Leslie Meuthen und Felix von Manteuffel aufgeführt wird. In die Freude mischte sich allerdings auch Traurigkeit, als du feststelltest, aber Claudine, ich werde die Aufführung nicht mehr sehen können. Du warst so ein lebensfroher Mensch, für den es schwer war, diese Krankheit zu akzeptieren. Auch wenn du immer gesagt hast, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Und deine ratlose Frage an Alexander gerichtet, macht das noch einmal deutlich. Lexi, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das alles überleben soll. Nun hat deine Seele das alles überlebt und wird in uns, die wir dich geliebt, liebgehabt, verehrt und geschätzt haben, weiterleben. Liebeslänglich. Tschüss, Volker. Weil Volker so lange am Ohnsorgtheater tätig war, darf natürlich auch ein bisschen Plattdeutsch nicht fehlen. Und ich habe ein Gedicht von Johann Hinrich Fers, Hafst. Da kommt der Hafst mit Macht. Hey, schient und winkt und lacht. Sien Mantel gel und Kopper rot. Ein bunte Deig licht to sien Fot. Wo prächtig steit he dor. Ein König ganz und gar. Kein schröckelt nur so trach, der heit und heut und hach. Sien Och is heul, sien Atem kohlt. Und südte an den Stolten wohlt, wat fallt de Vogels in? Wo wird de Bläder hin? Tod leven hört de Tod, so wird de lebe Gott. Wie sind as Bläder ob ein Baum? Dat Leben is ein Sommerdrom. Voll Radels bit to en. Voll Radels bit to en.
Lieber Alexander, lieber Ilja, lieber Markus, liebe Claudia, lieber Nick, liebe Familie Bohnet, liebe Trauergäste. Auf meinem Weg eben vom Sitzplatz hier zum Rednerpult musste ich daran denken, wie Volker wohl diesen Gang inszeniert hätte, würden wir uns hier in einem Theaterstück, in einem Lustspiel befinden. Was er nämlich überhaupt nicht auf der Bühne sehen mochte, waren ungefüllte Gänge, die den Fluss des Spiels bremsten. Auch Pausen durch sogenannte Anatmer gingen gar nicht. Anschlüsse waren für ihn wichtig und er legte großen Wert auf Tempo. Mein kurzer Gang eben mag vielleicht für so eine Trauerfeier angemessen gewesen sein, nicht jedoch in einer Komödie unter Volkers Regie. Wahrscheinlich hätte er mir sofort neben einem Tänzchen oder einer kurzen Drehung einen seiner berühmt-berüchtigten Quitschi-Quatschi-Sätze verpasst, um den Gang eben noch besser auszufüllen. Ein Quitschi-Quatschi-Satz könnte in diesem Falle lauten: Hoppla, jetzt bloß nicht stolpern. Oder vielleicht ein Willem-Busch-Zitat: 1, 2, 3 im Sauseschritt, läuft die Zeit, wir laufen mit. Dazu ein Schritt vor, ein Schritt zurück, eine kurze Drehung, change was, Changement. So war Volker. Und sein Ensemble hat ihn dafür geliebt. Volker Bohnet war ein begnadeter Regisseur. Der Schauspieler Karl-Heinz Schroth hatte Volkers Regietalent nach einer kurzen Zusammenarbeit erkannt und ihn ermutigt zu inszenieren. Komödie, Lustspiel, Schwank. Wie viele Meisterwerke hat er uns geschenkt. Volkers erste richtige Begegnung mit dem Ohnsorg-Theater ergab sich 1991. Walter Ruppel hatte das Lustspiel Unsere Mutter tut das nicht von Volker Bohnet und Gunter Beth unter dem plattdeutschen Titel Uns Mutter ward ne Diva auf den Spielplan gesetzt. Bei der Premiere erlebte Volker ein Ohnsorg-Ensemble in Hochform. Die großartige Ursula Hinrichs in der Hauptrolle, Wilfried Zjallas als ihren Ehemann und den unvergessenen Hans Timmermann als Schauspiellehrer Knark, glaube ich, hieß er. Spätestens als Ulla in ihrer Rolle zum Spagat ansetzte, mit damals schon über 50 Jahren, und stöhnte, hoffentlich halten die Mutterbänder das aus, muss Volker erkannt haben, was für wunderbare Komödianten am Ohnsorg-Theater auf ihn warteten. Bis zu seiner ersten eigenen Arbeit am Volkstheater sollte es allerdings noch fast 10 Jahre dauern. Wir waren uns erst 1995 wieder über den Weg gelaufen. Volker hatte am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater Weekend im Paradies von Arnold und Bach inszeniert, höchst erfolgreich, und bei der anschließenden Tournee eine Rolle übernommen. Ich ging 1996 zurück ans Ohnsorg und versuchte, Volker als Regisseur zu gewinnen. Was aber nicht so einfach war. Er hatte viel an anderen Theatern zu tun und war sich darüber hinaus auch nicht so ganz sicher, ob Volkstheater wirklich das Richtige für ihn sei. 2001 debütierte Volker endlich als Regisseur am Ohnsorg mit genau diesem Schwank unter dem plattdeutschen Titel Lustfurt in Paradies. Es wurde eine Lustfurt, ein Bombenerfolg und der Beginn einer höchst erfolgreichen langjährigen Zusammenarbeit mit immerhin 16 Inszenierungen, von denen 13 sogar vom Norddeutschen Rundfunk aufgezeichnet wurden. Vom ersten Augenblick an war Volker am Ohnsorg-Theater zu Hause. Kinderchen, sagte er auf der allerersten Leseprobe zum Ensemble, wenn ihr eine gute Idee habt, bietet sie mir bloß an. Wenn sie wirklich gut ist, machen wir das. Und wenn nicht, dann nicht. Volker war ein Teamplayer. Er fühlte sich als ein Teil des Ensembles. Erfolgreich war nicht er allein, sondern Erfolg hatte für ihn immer die gesamte Mannschaft. Das ließ er auch die Darstellerinnen und Kolleginnen hinter den Kulissen sehr deutlich spüren. Jeder wollte in seinen Stücken mitspielen. Einige seiner Stammschauspieler nannten sich die Bonettis. Und in seiner letzten Inszenierung Dinner für Spinner hieß der aktuelle Erfolgsroman, den die Hauptfigur, ein Schriftsteller, verfasst hatte, dann auch Der große Bonetti. So etwas liebte Volker. Er lebte seine Inszenierungen förmlich, konnte mit seiner positiven Energie begeistern und mitreißen. Ich werde nie vergessen, wie Volker Konrad Hansens Stück »Die Queen von Quekenbüttel«
inszenierte. Mit dabei war Hilde Sixx, damals schon vom Krebs gezeichnet und nur noch ein Schatten ihrer selbst. Von Volkers Energie geradezu angesteckt, ging es Hilde von Tag zu Tag besser. Es war unglaublich. Sie genoss die Arbeit und spielte die ganze Serie durch bis zum Schluss. Ein paar Wochen nach der Derniere ist sie dann gestorben. Volker hat den Schauspielern und Schauspielerinnen komödiantisches Rüstzeug verpasst. Blicke, Timing, Tempo, Energie und die besondere Kunst, eine Figur in der Komödie Not spielen zu lassen, was für den Zuschauer eben besonders komisch ist, konnte keiner so gut vermitteln wie er. Wenn es dann doch mal etwas zu viel des Guten wurde, wusste er allerdings auch zu bremsen. Einmal traf es Jens Scheiblich, der dem Affen sehr gerne sehr viel Zucker gab. Volker korrigierte, wobei Jens ihm treuherzig in die Augen schaute und sagte: Volker, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Du weißt doch, man nennt mich hier am Hause doch nicht umsonst El Filigrano. Bei der Hauptprobe vom Floh im Ohr bekam das gesamte Ensemble einen Lachkrampf. Volker ließ es gewähren, lachte mit, um dann aber irgendwann auch zu sagen: Kinderchen, jetzt ist mal gut. Und dann war es auch gut. Volker genoss allerhöchsten Respekt im gesamten Team. Er konnte auch sehr streng und fordernd sein. Wehe, wenn jemand seinen Text nicht beherrschte, wehe, wenn nicht die Qualität abgeliefert wurde, die er erwartete. Als einmal ein Schuss ertönen sollte und die Requisite dafür ein Klappbrett anbot, also so ein Holzbrett, was zusammenklappt, gab es einen deutlichen Anschiss. Und sofort wurde natürlich eine echte Pistole organisiert, die dann auch richtig knallte. Beim zerbrochenen Krug wollte er unbedingt lebendige Hühner auf der Bühne haben. Unmöglich. Das war einfach nicht zu machen. Tierschützer wären auf die Barrikaden gegangen und die Viecher hätten überall hingekackt. Volker schmollte. Schließlich hatten Markus und Beleuchtungsmeister Peter Schipke die geniale Idee, eine Videoeinspielung von den Hühnern zu verwenden. Volker war versöhnt und das Publikum hatte am Ende seinen Spaß. Wenn die Diskussionen mal ausarteten oder Markus als sein kongenialer Regieassistent zu hartnäckig intervenierte, schickte Volker seinen Sohn aus Ärger auch mal vor die Tür. Nach einer Weile kam Markus dann ganz gelassen zurück, brachte Brötchen, Kaffee oder Kuchen mit. Viele Autoren und Regisseure verpassen ihren Stücken eine Art Signatur. Bei dem Hamburger Volksautor Wilfried Wurst zum Beispiel kam in jedem Stück mindestens einmal das blanke Fief magst du vor. Konrad Hansen ließ eine Figur, Queen von Quekenbüttel, in jedem seiner Stücke mindestens einmal, was heute politisch total unkorrekt ist, sagen: Eine Frau ab 50 muss sich entscheiden, wird sie Kuh oder Ziege. Bei Volker gab es in jedem Lustspiel am Ende mindestens eines Telefonats den Karlauer, auf was? Ah, auf Wiederhören. Und es gab den vierten Akt. Die einzigartigen Applausordnungen, die manchmal das ganze Stück nochmal im Schnelldurchlauf zeigten. Diese Applausordnungen waren geliebt und gefürchtet zugleich, denn sie verlangten am Ende der Vorstellung noch einmal allergrößte Konzentration der Beteiligten. Wenn sie zu lang gerieten, musste Markus eingreifen. Volker, bitte denk dran, im Ohnsorg-Theater gibt es auch zwei Vorstellungen an einem Tag. Nach den Proben haben wir oft in meinem Büro gesessen, Kaffee getrunken und geredet. Über das Theater, über unsere Schauspieler, über neue Projekte und über das Leben. Man konnte mit ihm so vertrauensvoll sprechen, freundschaftlich, einander zugetan. Das waren immer ganz besonders schöne Momente, und ich möchte keine einzige dieser Begegnungen missen. Wären wir jetzt wieder in unserem Theaterstück, würde Volker an dieser Stelle als Regisseur sagen: Christianchen, bitte jetzt nicht traurig werden. Das Stück braucht am Ende noch eine gute Pointe. Mein lieber alter Freund, du wirst mir nachsehen, dass jetzt keine Pointe folgt, sondern du bekommst das Schlusswort. In seiner letzten WhatsApp an Till Huster, einen der besonders langjährigen Bonettis, schreibt Volker zum Abschied:
Ich hatte so ein wunderbares Leben, einigermaßen erfolgreich, mit einer Partnerschaft, die über 40 Jahre lang gehalten hat, mit zwei wunderbaren Söhnen, mit Haus und Hof, zwei Hündchen. No, je ne regrette rien. In diesem Sinne umarme ich dich. Wenn du mir eines Tages in ferner Zukunft nachkommst, werden wir da oben eine schöne neue Inszenierung machen. Okay? Das wünscht sich dein Volker. Lieber Volki, zum Abschied hast du dir nochmal dein Gedicht gewünscht, das ich dir zum 80. Geburtstag geschrieben habe. Der mit dem Herzen sieht. Sein Spüren ist sein ewig Streben, den Verstand verjubeln und die Sorgen, voll unbändiger Lust, voll Durst auf Leben. Nicht gestern gilt's und auch nicht morgen, rät er mit Recht, der uns die Liebe riet, er, der mit dem Herzen sieht. Sein Schwärmen auch ist sein Begehren, das ihn beseelt, in seiner Mitte thront. Jäh und zäh weiß er davon zu zehren, wie ein Sturm in manchem Winde wohnt. Denn klug er vor dem inneren Kinde kniet, er, der mit dem Herzen sieht. Seine Gunst uns viel zu reich beschenkt, von seiner Güte allzu zart umschlungen, da er sich selbst nur kaum bedenkt und, ach wie wohl für all die Jungen, das Geben von dem Nehmen schied, er, der mit dem Herzen sieht. Seine Kunst uns glänzt in hellem Scheine, und wenn abends spät der Vorhang fällt, manche Muse wär dann gern die seine, des Ruhmes Echo durch die Nächte gellt. So soll das Kosen treulich ihn umkreisen, ihn, den Wärmsten unter all den Weisen. Deck mich mit deinen Flügeln zu und lass mich eine Weile ruhen. Der Weg war weit, als die Götter dich gesandt, hab ich dich nicht einmal erkannt. Du bist zu wahr, um wahr zu sein, Engel. Lass die Zeit stillstehen, lehr mich zu verstehen, lehr mich dankbar sein, Engel. Lass uns ein Wunder tun, die Welt soll wissen, warum sich zu lieben lohnt, Engel. Das wär schön. Meine Seele war vereist und mein Herz war fast vergreist. Alles, was ich dachte, war warum. Du hast mich in Licht getaucht, hast mir gezeigt, dass wenn ich glaub, meine Sehnsucht Sterne schmelzen kann. Engel. Lass die Zeit stillstehen, lehr mich zu verstehen, lehr mich dankbar sein, Engel.
lass uns ein Wunder tun. Die Welt soll wissen, warum sich zu lieben lohnt. Engel, das wär schön. Die Zeit stillstehen, lehr mich zu verstehen, lehr mich dankbar sein. Engel, lass uns ein Wunder tun. Die Welt soll wissen, warum sich zu lieben lohnt. Engel, das wäre schön. Deck mich mit deinen Flügeln zu und lass mich eine Weile ruhen. Der Weg war weit, der Weg war weit. Thank you.